Tschüss, meine Lieben, eure Nina hier. Heute gibt es den versprochenen Vlog. Ja, weil der letzte ja verschwunden ist, blöderweise, beziehungsweise was heißt verschwunden? Ich habe ihn versehentlich gelöscht und deswegen habe ich euch versprochen, es gibt einen neuen und ja, den gibt es jetzt heute. Das heißt, ich mache mich jetzt auf den Weg zum Stall und nehme natürlich einmal wieder die Kamera mit. So, ich bin am Stall. Wie man sieht, muss hier irgendwie nicht aufräumen und ist hier gerade im Chaos ohne Ende. Und ja, ich werde jetzt mal zu den Pferden reingehen und wir mal gucken, was die kleine Kanti macht. Weil mit dem wollte ich ja ursprünglich eigentlich ein bisschen was machen. Und ja, denke ich mal, werde ich gleich reingehen und den kurz mal rausholen und dann schauen wir mal, was wir heute machen. Es ist wirklich mega warm. Wir hatten ja jetzt ein paar Tage Gewitter und jetzt ist es umso wärmer gefühlt. Also ja, mega anstrengendes Wetter, Labella. Und ich werde einfach mal schauen, was wir machen. Ich denke mal jetzt nicht allzu viel, aber ein bisschen können wir, denke ich mal, schon tun. Den habe ich gerade eben schon weggepackt. Hallo, Daddy. Ja, den muss ich ja immer in die Box tun. Ich meine, der hat hier mehr als nur groß viel Platz. Aber wenn ich mit den Pferden was machen will und der hier rumspringt, Daddy, dann ist das ein wenig schwierig, weil ihr seht jetzt schon, wie hoch ich bin. Also ich bin 1,78, nur mal eben so für euer Verhältnis. Wie groß mein Hundi hier ist. Der ist dementsprechend nicht riesig und deswegen tue ich immer erstmal hier rein für kurz. Danach da aber wieder raus. So, ich bin auf dem Paddock und ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, dass das hier eigentlich nicht so aussehen soll. Ja, Kanti hat also seine gesamte Decke zerpflückt und alles, was davon noch übrig ist, hängt jetzt hier irgendwie so. Und halb um seinem Bein drumherum. Und ja, das ist natürlich Mist, weil ich habe es euch ja schon erzählt, Kanti muss aktuell eine Fliegendecke drauf haben, weil der sich wegen den Fliegen alles wundscheuert, weil er da so mega drauf reagiert, so mega empfindlich. Und das ist natürlich jetzt Mist. Das heißt, ich muss jetzt los und muss eine neue Decke kaufen, weil das kriege ich auch nicht mehr repariert. Also das ist schon interessant, wie er das hingekriegt hat. Ich weiß auch nicht genau, wie er das gemacht hat, aber er hat auf jeden Fall eine neue Art des Deckentragens gefunden. Hier sind die zwei. Ich bin echt glücklich, dass meine zwei Jungs sich so gut verstehen als zwei Hengste, muss ich ja immer wieder sagen. Aber man sieht, ohne Stuten in der Nähe ist das echt glücklicherweise mega problemlos. Und da bin ich einfach nur mega happy drüber. Okay, also Aufgabe erkannt, ich muss jetzt los eine Decke holen, denn das Problem ist, dass der Laden nicht mehr allzu lange offen hat, weil wir jetzt schon Nachmittag haben und die bald zumachen. Und das wäre blöd, wenn ich keine Decke habe, von daher muss ich jetzt eben losfahren und schnell noch eine neue Decke besorgen. Die sind zum Glück nicht allzu teuer. Aber der hat die komplett zerlegt. Also auch der Bauchgurt, das ist alles weg. Ich habe keine Ahnung, wo es liegt. Ich habe es auf jeden Fall nicht gefunden. Und ja, mit reparieren wird das nichts mehr, von daher Auto habe ich zum Glück unten stehen. Mache ich mich jetzt eben auf mich und nehme die Kamera natürlich auch mit und dann kaufen wir mal eben schnell eine neue Decke ein. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber mein Auto sagt 35 Grad, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, das ist deutlich wärmer. Ich war jetzt gerade aus der Einfahrt raus und wollte es euch nur einmal kurz zeigen, als ich das gerade eben gesehen habe. So, ich bin am Laden angekommen und ich lüpfe jetzt mal schnell rein. Hier nebenan ist die Rennbahn und da ist gerade mega viel los. Das ist also mal wieder ein Rennen. Und ja, habe aber jetzt einen Parkplatz gefunden und hüpfe jetzt mal ganz schnell rein. So, ich bin jetzt wieder am Stall angekommen. Ich habe jetzt drin nicht gefilmt gehabt, weil ich ewig lange eine Decke gesucht habe und dann alle Hände voll hatte und dann noch jemanden fragen musste wegen einer Decke und dann haben wir noch ein bisschen kurz gequatscht und jetzt habe ich eine Decke. Ich habe jetzt aber eine andere gekauft. Ich wollte ursprünglich auch wieder diese Zebra-Decke holen, weil ich die an sich nicht schlecht fand, aber jetzt hat der Kanti ja das Problem, dass der hier am Hals alles offen hat. Das habe ich euch ja letztens schon mal gezeigt und deswegen haben wir jetzt uns für eine andere Decke entschieden. Bella, geh mal bitte ab. So. Und ja, das ist auch eine Decke von Horst und die sieht so aus. Das ist die La Pampa, heißt die. Das ist jetzt so ein komplettes Set. Das ist eine Fliegendecke mit einem Halsteil, was ja für ihn an sich ganz gut ist, weil er ja aktuell sich hier wegen den Fliegen alles auf den Schubbelt. Gerade auch, weil die Bremsen ihn da zwicken und alles. Und das sieht auch alles momentan nicht so schön aus. Ich werde da nochmal meine Tierärzte mit hinzurufen, nicht, dass der irgendwie anfängt, wie so ein Sommerextrem noch zu bekommen oder so. Das möchte ich natürlich nicht unbedingt, aber selbst wenn es das sein sollte, ist diese Decke deutlich besser. Deswegen habe ich mit ihm noch gesprochen, weil die hat halt ein Halsteil und da ist auch noch eine Fliegenmaske mit drin. Also so das Rundum-Paket quasi.
Ja, wir werden jetzt mal gucken. Ich werde den Kanti jetzt mal hier rausholen. Dann werden wir mal die Decke anprobieren. Ich habe die jetzt in 1,35 genommen. Normalerweise hat der Kanti eher 1,25. Das Problem ist aber, ich habe letztens eine Decke in 1,25 gekauft. Die war zu klein. Jetzt hatte ich ein wenig Schiss, gerade so mit dem Halsteil. Und das heißt, dass die eventuell sonst zu klein ist. Deswegen habe ich sie jetzt in 1,35 geholt. Sollte die viel zu groß sein, werde ich für Kanti einfach nochmal eine in 1,25 holen. Und dann bekommt die hier Pi. Denn der arme Pi leidet mit seinem schwarzen Fell auch ganz schön an den Fliegen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Der Strick liegt da, den nehme ich mir jetzt eben schnell. Und dann hole ich einen Kanti raus und dann schauen wir einfach mal, wie die neue Decke aussieht. Das ist mein Bubbel! Und wundert euch nicht, der Boden ist komplett dreckig. Ich muss den gleich noch sauber machen. Hier ist mein Bubbel. So, also dieses Set besteht jetzt hier aus einer Fliegenmütze. Fliegenmütze, ja, natürlich. Aus einer Fliegenmütze. Meine Güte, was ist heute mit meinem Deutsch los? Und ja, das hier ist die Decke. Also wie gesagt, von Horse. Und so, ist im Endeffekt einfach so eine Fliegendecke. Halt mit einem Halsteil. Und ja, die sieht aber relativ groß aus. Na, mal schauen, da ist halt, und hier kann ich das alte Decke noch. Und ja, ich werde die jetzt mal auspacken. Ich glaube, hier ist vorne. Das heißt hier, genau da ist das Halsteil. Und au! Die scheiß Viecher beißen mich auch schon. Blöde Fliegen. Und ja, probieren wir einfach mal aus. Ich hoffe, es passt. So, Kanti ist jetzt angezogen und ja, ich zeig's euch einfach. Ja, so sieht Kanti also jetzt aus. Das sieht echt witzig aus. Das ist natürlich jetzt so ein spezielles Material, auch gerade bei der Wärme, was halt reflektiert, sodass die natürlich nicht so drunter schwitzen oder so. Und halt ein Halsteil. Man sieht jetzt aber, die ist wirklich ein bisschen groß. Vor allem das Halsteil ist irgendwie arg groß. Das ist da oben auch noch jetzt am Halfter befestigt worden. Ich glaube, dass das irgendwann Peace-Decke eher wird und ich kann die doch nochmal die Nummer kleiner kaufen werde und die mal ausprobieren werde, wobei sie so an sich ganz okay ist. Ja, Kanti ist ein bisschen schwierig mit seiner Größe, aber er hat jetzt erstmal wieder was und vor allem sein Hals ist auch zu. Und das ist mir eigentlich ganz lieb, dass er da nicht so die Probleme hat. Wir probieren jetzt nochmal die Fliegenmütze aus. Die Fliegenmaske und dann schauen wir mal. Aber jetzt erstmal reicht's und ja, je nachdem, wie gesagt, ich werde mal mit meiner Tierärztin reden. Vielleicht müssen wir dann eh noch mal was anderes bestellen. Aber das erste sollte es erstmal reichen. Oh, Kanti ist gar nicht begeistert. Überhaupt nicht. Schnüffi, beschütz dich doch nur. Sascha guckt auch schon. So richtig begeistert ist er nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich ihm die Fliegenmütze auflasse. Die ist ohnehin eigentlich zu groß. Also die sitzt nicht so schön. Aber wie gesagt, Kanti ist halt ein bisschen schwierig mit seiner Größe. Ich meine, hier vorne ist eigentlich alles an sich okay. Aber hier oben an den Ohren halt. Ich weiß auch nicht. Ich habe es jetzt halt übers Halfter extra gemacht, damit die nicht so scheuert oder so. Aber nun gut. Schauen wir mal, wie lange das hält. Armes Pferd. Tut mir voll leid. Ja, ich muss euch ganz ehrlich sagen, irgendwie tut Kanti mir leid. Wenn ich ihn so sehe. Irgendwie tut er mir ein wenig leid. Aber es bringt ja nichts, wenn er sich die ganze Zeit alles aufscheuert. Oh, Schatz, tut mir voll leid. Anders geht's auch nicht mehr. Aber ich glaube, ich mache ihm die Fliegenmaske erstmal wieder ab, weil die nervt ihn wirklich. Was ich auch irgendwie so ein bisschen nachvollziehen kann. Wobei er sich da halt auch aufscheuert. Ich weiß nicht, vielleicht lasse ich es auch erstmal drauf zum Ausprobieren. Ich glaube, wir probieren es mal aus. Vielleicht gewöhnt er sich ja dran. Das ist das allererste Mal für ihn, dass er sowas trägt. Kanti liebt das, wenn man ihm seine Ohren so krault. Also streichen. Das liebt Kanti über alles. Ihr hört übrigens Bella, die habe ich nämlich gerade weggesperrt, weil die ganze Zeit hier rumgehüpft ist und Kanti nervös gemacht hat. Ja. Genug Stress für meinen Bubele. Ich habe erst gesagt, ich tue ihn jetzt wieder raus. Hört ihr das? Pies am Pinkeln gerade. Er grunzt total. Freut sich hier. Nein, ich mache mich nicht über mein Pferd lustig. Piechen? Nein, ich hab auch. Nee, falscher Eingang. Es ist schwierig mit einer Hand.
Gleichzeitig Tür aufmachen, Kamera halten und Pferd festhalten. Steh. Lass jetzt wieder hier zu meinem Kumpel. Na los. Ab mit dir. Du voll eingepacktes Pferd. Ich weiß nicht, ob diese Aufnahme gerade gelungen ist, aber das sah total witzig aus. Als Pi gerade eben das allererste Mal Kanti so gesehen hat. Und dann kurz so, was? Wer bist du denn? Seinem Hunger scheint es nicht zu stören. Nur Pi ist ein bisschen verwirrt. Irgendwie, der traut sich nicht so wirklich an den Rand. Aber das Heizteil verrutscht schon. Ich hab das irgendwie blöd am Halfter festgemacht. Das muss ich gleich mal korrigieren. Ja, das Ganze hat jetzt leider deutlich länger gedauert als ursprünglich gedacht. Ich habe jetzt auch noch einen Termin, das heißt, ich muss jetzt los. Das fiel mir gerade eben mal ein, als ich auf die Uhr geguckt habe. Von wegen, oh oh, spät dran. Und ja. Ich werde jetzt auf jeden Fall losfahren. Ich hoffe natürlich, dass es trotzdem Spaß gemacht hat. Und ihr habt jetzt Kanti gesehen, wie er jetzt aussieht. Ich bin mal gespannt, wie lange die Decke halten wird. Und ja, für den Rest schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall kriegen wir das wieder in den Griff. Und dann freue ich mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!